Für Junkies gibt es nur eine Sache, die wirklich wichtig ist, das ist die Droge. Für die Märkte gibt es nur eine Sache, die wirklich wichtig ist, das ist die Liquidität. Insofern ist es sehr wichtig, was der Drogendealer heute den Junkies erzählt, respektive was der Fed-Chef den Märkten heute erzählen wird. Und gestern war man schon ein bisschen nervös, nachdem Leute aus der zweiten Reihe der Fed, also hinter dem Vorsitzenden der Fed, Paul, nämlich Ballard und andere gesagt haben, oh, wir sollten jetzt mal doch sehr schnell anfangen, diese Liquidität zu reduzieren, um sie dann auf Null zurückzufahren. Also das berühmte Tapering, das Ausschleichen der Anleihekäufe in Richtung Null, bevor man dann vielleicht mal irgendwann die Zinsen anhebt. Und das hat den Märkten nicht so richtig gefallen. Wir sehen hier die Reaktion etwa beim VIX, Short-Term VIX, also praktisch der VIX, der ein näheres Verfallsdatum hat, der wird ja als Future gehandelt, in Relation zu einem längeren Verfallsdatum, also das weiter weg ist vom aktuellen Zeitpunkt. Und wir sehen, kurzfristig ist da Nervosität reingekommen im kurzen Zeitfenster, und der Long Run erwartet man da weniger, aber kurzfristig könnte es volatiler werden nach den Aussagen, die gestern getätigt wurden, und vor allem nachdem heute ja in Jackson Hole, oder genauer gesagt virtuell, aber das Jackson Hole Symposium stattfinden wird. Pauls Rede, 16 Uhr, hatte den Titel Macroeconomic Policy in an Uneven Economy. Und dass diese Economy so uneven ist, hat natürlich auch sehr viel mit der Fed zu tun. Jedenfalls dürfte die Rede nur ein paar Minuten dauern. Da wird eine Begrüßung der Kansas Fed-Chefin zunächst mal sein. Um 16 Uhr, so ist es geplant, dann kommt Paul um 16.30 Uhr schon der nächste Programmpunkt. Also allzu lange wird es nicht dauern, und das wird eine schwierige Gratwanderung für Paul. Was soll er da sagen? Wird er irgendwas in Sachen Tapering sagen, ja oder nein? Das ist die zentrale Frage, für die sich die Märkte derzeit reagieren. James Ballard war es gestern, der gesagt hat, wir haben viel Inflation, die Inflation ist höher als erwartet, und ich zweifle dran, so Ballard, dass diese Inflation 2022 zurückgehen kann. Wir sollten jetzt anfangen zu tapern, um dann Ende des ersten Quartals 2022 damit fertig zu sein. Das hat die Märkte jetzt nicht so amüsiert, man hat das dann ein bisschen weggestellt. Aber dennoch, man sieht die Aktienmärkte in den USA an der Wall Street durchschnittlich 0,5% im Minus gestern, vor allem die Small Caps stärker betroffen, wenn wir uns mal die Sektoren anschauen. Alle Sektoren im Minus, vor allem Energy, aber diesmal auch Finanzwerte, die zuletzt ja sehr, sehr gut gelaufen waren. Industrials, Materials, also diese Reopening Plays, die sind auch unter Druck gekommen. Nur Real Estate, also die Immobilien, Aktien, wenn man so will, die haben es leicht ins Plus geschafft. Das gestern war also so ein bisschen mehr Nervosität zu erkennen, ein bisschen mehr Volumen war plötzlich da, und heute werden sie alle natürlich starren auf die Rede von Jerome Powell, die wir um 16 Uhr im Live-Feed mit Kommentaren bei Finanzmarktwelt haben werden, meine Damen und Herren. Jetzt neue Berichte, dass der Jerome jetzt wahrscheinlich sehr gute Karten hat, weiter Fed-Chair zu bleiben. Seine Amtszeit endet ja 2022 im Februar. Jetzt scheinen die beiden Berater zu sagen, ja, lasst uns doch den Paul als Fed-Chef im Amt bleiben, und nehmen wir dann die Brainard, die eigentlich so als Geheimkandidatin gehandelt wurde, Lael Brainard, weil sie Demokratin und Frau ist, die nehmen wir als Vize-Chefin, dann müsste Clary da von diesem Amt zurücktreten. Also Paul hat ja Rückendeckung bekommen durch Janet Yellen, durch Ben Bernanke, und das sind natürlich gewichtige Faktoren, die die beiden Administrationen wohl dazu bewegen wird, ihn dann weiter zu nominieren. Apropos beiden Administrationen, beiden stark unter Druck, gestern mit einer Ansprache anlässlich der Attacken dort in Kabul. 72 Tote nach aktuellem Stand. Jetzt hat Biden gesagt, ja, die sollen sich rächen. Man will die ISIS-Niederlassungen in Afghanistan attackieren. Das könnte sich also noch zu einem weiteren Scharmützel ausweiten. Insgesamt Biden wirklich stark unter Druck. Gestern diese Rede, daraufhin Rücktrittsforderungen respektive Impeachment-Forderungen von einigen republikanischen Abgeordneten. In der Summe hatte wohl die USA 2,3 Billionen in diesen Afghanistan-Krieg, wenn man so will, investiert. Man sieht, es hat nicht wirklich gefruchtet.
die hätte man gleich als Helikoptergeld wahrscheinlich den Leuten geben können. Dann wäre das für die amerikanische Wirtschaft besser gewesen. Und wir haben jetzt natürlich die Situation, dass Jerome Powell auf der einen Seite darauf hingewiesen hat, Delta-Variante, beziehungsweise Robert Kaplan hat das gemacht von der Fed, ja, die Delta-Variante, die könnte die ganze Geschichte ein bisschen ändern. Wir haben gesehen, dass es doch keinen Peak gab, wie eigentlich angekündigt in Sachen Infektionen und Hospitalisierungen in den USA. Auf der anderen Seite haben wir eine überschießende Inflation. Heute kommen die PCE-Daten, Personal Consumption Expenditure, also die persönlichen Ausgaben der Leute, wenn man so will, für die Fed seit dem Jahr 2000. Das maßgebliche Inflationsbarometer schlechthin. Warum? Weil das wird nur in der Kernrate ermittelt, also ohne Energie und Nahrung. Und ich meine jetzt mal ehrlich, wer von Ihnen braucht schon Energie, geschweige denn Nahrung? Nein, also bitte, die Fed hat da also völlig recht, die zwei Nebensächlichkeiten wie Energie und Nahrung komplett auszuschließen aus der Berechnung. Dementsprechend ist die PCE-Inflation immer niedriger als die CPI, also Consumer Price Index Geld, deswegen verlässt man sich lieber auf die etwas niedrigere, weil da halt man mehr Möglichkeiten hat, sagen wir mal so. Aber heute 14:30 kommen die Daten, das wäre normal ein sonst echter Hingucker heute, aber dadurch, dass alles so stark auf Jerome Powell um 16 Uhr fixiert ist, wird das ein bisschen in den Hintergrund treten, aber nicht viel, denn wir werden bei, um 14:30 darüber bei Finanzmarktwelt natürlich berichten. Und dass die Kosten weiter sinken, ist eher unwahrscheinlich. Jetzt neue Aussagen, DHL, Finanzchef, hat gesagt, also diese Chain Disruptions, diese Lieferkettenprobleme, die werden bis nächstes Jahr auf jeden Fall anhalten. Wir glauben nicht, dass die Frachtraten sich in nächster Zeit stabilisieren werden. Es ist eben diese Disruptionen durch Corona auf der einen Seite. Zu wenig Container, respektive Container am falschen Ort, zu wenig Schiffe. Also es ist eine Gemengelage, die hier der Fall ist. Auch der Chip Crunch, also die Lieferkettenprobleme bei Chips, werden bis 22.000 locker dauern, sagt hier ein Zulieferer von Toyota. Also es zeigt sich, dass diese Inflationsdrücke, der Druck in Sachen Inflation, zumindest von dieser Seite, Lieferkettenprobleme, Frachtkosten, weiter sehr, sehr hoch bleiben wird. Das dürfte nicht schnell weggehen. Hier sehen wir mal die Shipping Costs, sowohl beim Baltic Dry Index, der den höchsten Stand seit 2009 erreicht hat, als auch beim Harpex Shipping Index, der auch weiter steigt. Was ist der Grund? Natürlich diese Disruptionen durch die Pandemie, Stimulus, also da ist viel Geld und Nachfrage künstlich erzeugt worden. Deswegen stehen die Aktienmärkte dort, wo sie stehen, deswegen ist die Wirtschaft da, wo sie ist, deswegen sind die Unternehmenszahlen da, wo sie sind. Was wäre das alles ohne diese Stimulusmaßnahmen, die ja irgendwann vielleicht auch mal zurückgezahlt werden müssen? So verschiebt man das Problem eben auf die folgenden Generationen. Das ist natürlich toll, da wird Kredit aus der Zukunft in die Gegenwart verschoben. Commodity Prices, auch Unterinvestitionen bei Schiffen oder bei Shippers, also bei Schiffsfirmen, die Schiffe bestellen, das hat man nicht gemacht, hat man es besonders nicht gemacht in der Corona-Krise. Jedenfalls sehen wir, dass dieser Druck hier weiter anhalten wird. Und jetzt geht es auch offenkundig in die Marge. Chinesische Firmen haben jetzt schwächere Daten gemeldet, was die Industrieprofite betrifft. Das ist der fünfte Monatsrückgang in Folge, dass die Profite der chinesischen Industriefirmen zurückgehen. Und gestern hat interessanterweise Dollar Tree, so Billigwarensortiment haben die meistens gemeldet, dass oder hat eine Gewinnwarnung gegeben und hat gesagt, ja, also wir haben höhere Schiffskosten, höhere Transportkosten und Lieferkettenprobleme, die gehen auf die Profitmargen. Und das dürfte das Thema jetzt schon im dritten Quartal werden, das dürfte das Thema vor allem im vierten Quartal werden, Lieferkettenprobleme und höhere Kosten für Transport etc. Deswegen sind die Margen dann nicht mehr so gut. Das wird ein entscheidender Punkt. Wir haben ja gesehen, dass die Margen überraschenderweise sehr, sehr gut waren bei den US-Firmen jetzt in der Berichtssaison des zweiten Quartals. Das dürfte sich jetzt deutlich ändern und Sie werden immer mehr dann die Entschuldigung hören, Lieferkettenprobleme, höhere Kosten für Transport, wenn die Zahlen enttäuschen. Und ich glaube, dass wir Peak
Earnings Season jetzt natürlich hinter uns haben. Und das wird dann auch das Wirtschaftswachstum schwächen, denn wie hier nochmal klar beschrieben wird, wenn jetzt ein Produkt nicht geliefert wird, dann kann es nicht verkauft werden. Wenn es nicht verkauft werden kann, dann fließt es eben nicht in die Berechnung des BIPs ein. Das ist natürlich klar und dementsprechend sehen wir vielleicht hohe Inflation bei gleichzeitig nachlassender Wirtschaft, das wäre dann Stagflation. Aber wir haben die Retter der Notenbanken. Wir haben mithin also die Dealer, die den Junkies den Stoff verabreichen. Und da hat einer der bedeutendsten Dealer gestern gesagt, Philip Laney, Chefvolkswirt der EZB, wahrscheinlich der eigentliche Kopf der EZB. Lagarde ist das Gesicht, das ist der freundliche irische Kopf dahinter, Philip Laney. Der hat gesagt, man kann nicht über das Volumen der APP nachdenken, also dieses Programms der Käufe der EZB, wenn wir das unabhängig sehen von dem Supply, von dem Angebot an Staatsanleihen. Was bedeutet das konkret? Es bedeutet, wenn das Fiskaldefizit groß ist, dann wird die EZB eben mehr Anleihen kaufen. Wenn das fiskalische Defizit kleiner ist, dann wird man weniger kaufen. Das ist nichts anderes als totale Finanzierung der Staaten durch die Notenbankpresse. Es wird hier praktisch indirekt ganz klar zugegeben, ja, man geht den Umweg über die Banken und sagt, ich habe sie nicht direkt vom Staat gekauft, gell? Ich habe sie nicht direkt vom Dealer gekauft, sondern über einen Zwischenhändler. Dementsprechend ist das gar keine Droge, was ich gekauft habe, gell? Das ist die Argumentation, die muss man sich mal reinziehen. Also das ist ganz, ganz großes Kino, was hier da passiert. Und wir sehen, dass dann Laney nochmal nachgelegt hat. Er hat gesagt, ja, also sollte die Fed jetzt tapern, dann stehen wir bereit, um Market Disruptions praktisch sofort aufzufangen. Also das Planungskomitee für Märkte sagt, falls da außerhalb der Planung was passiert, werden wir sozusagen die Mechanismen so einstellen, dass nichts mehr außerplanmäßig passiert. Totale Kontrolle der Märkte. Gut, dass die EZB jetzt auch für die Klimapolitik zuständig ist, gell? Vielleicht haben wir noch ein paar andere Bereiche, die wir der EZB übertragen könnten, nachdem wir sehen, wie erfolgreich die sind. Und wir haben einen großen Verfechter natürlich der EZB, das ist Marcello Fracceri, seinerseits wohl der, naja, wie soll man sagen, ehrgeizigste unter den deutschen Ökonomen. Ich plädiere dafür, ihn endlich in die EZB, vielleicht sogar als EZB-Chef aufzunehmen, damit er endlich mal Ruhe gibt. Macht er aber nicht. Er hat sich ein Duell geliefert mit Frank Schäffler von der FDP, ein Kritiker der EZB, den ich auch schon mal interviewt hatte. Und hier sagte dann zum Beispiel Schäffler, ja, wir sollten das Übel an der Wurzel anpacken, das ist die EZB. Eben durch diese Politik, die dort gefahren wird, sagte Fratscher, ja, aber sie weichen meiner Frage aus. Das größte Inflationsproblem für Geringverdiener sind doch explodierende Mieten. Und das ist ausschließlich die Schuld der Politik und nicht der EZB. Echt jetzt? Ich meine, gut, dass die Politik da auch was verbaselt hat. Schwamm drüber, zugegeben, ja. Aber natürlich gibt es eine völlig klare Parallele zwischen dem Anstieg der Hauspreise und der EZB-Bilanz, also der Liquidität. Die Liquidität der Dealer, die verursachte Preissteigerungen bei den Junkies, nämlich bei Immobilienpreisen. Dementsprechend steigen eben auch die Mietpreise, wenn die Immobilienpreise steigen. Das ist ja logisch, die Mietpreise steigen weniger als die Immobilienpreise, aber sie steigen eben auch. Und jetzt hier zu sagen, dass ausschließlich die Politik für die Mietsteigerung verantwortlich sei, das ist mal wieder Marcello. Allerfeinste, das ist die Negierung von Realität, wie ich sie selten erlebt habe. Das ist wirklich selektive Wahrnehmung, zu der ich dem Marcello gratulieren muss. Dazu sind, glaube ich, auch nur Männer fähig, so selektiv wahrzunehmen. Und all das bringt auf den Punkt, mein Kollege Hannes Zipfel, in einem Artikel, den ich Ihnen ans Herz legen möchte, meine Damen und Herren. Inflation, Geldpolitik für die Geschichtsbücher. In der Tat, das ist für die Geschichtsbücher und wir werden in der Nachschau dann sehen, oh, da ist manches aus dem Ruder gelaufen, was jetzt auszubaden ist. Ich packe den Artikel wieder unter das Video. Der ist knapp, kurz, aber knackig und würzig, so viel kann ich versprechen. 14:30 dann die PCE-Verbraucherpreise, die wir bringen werden auf finanzmarktwelt.de und vor allem 16 Uhr dann die Rede im Live-Feed von Jerome Powell plus die wichtigsten Aussagen, ein Kommentar von mir zu den Aussagen von Jerome Powell. Ich würde mich freuen, wenn Sie da dabei sind und sage Ihnen jetzt Servus und ciao.